So, hi Leute. Dann wollen wir mal sehen. Wir haben letztes Mal den Cäsar in Lua umgesetzt und da wollen wir noch mal, das will ich noch mal wiederholen, damit das jeder irgendwie sieht, der auch die Leute, die nicht dabei waren. Wir loggen uns auf dem Raspberry Pi ein und um da jetzt hinzukommen, ich gehe bei mir in Source Lua make dir Cäsar. Ich mache eine neue Directory auf und betrete die einfach mal. So. Ihr seht das, irgendwie Mac-Dir, LS, CD, das sind irgendwie alles die alten Sachen. So. Das erste, was wir haben, ist, wir haben unsere. Wir haben festgestellt, dass kein Zeichen irgendwie wirklich ein Zeichen ist, sondern alle Zeichen sind Zahlen auf dem Computer. Dafür gibt es den Befehl ASCII, um das anzuzeigen. Das ist die sogenannte ASCII-Tabelle. Das heißt zum Beispiel, irgendwie das A ist die Zahl 65, das Z, das letzte ist also plus 25, ist also 65 plus 25 ist 90, also 0, 26 Buchstaben, also plus 25 von der 0 gezählt, ist natürlich 65 plus 25 sind 90, das wäre das Z. So, und das wollen wir mal gucken, ob wir das in Lua ausgeben können. Ich benutze jetzt nicht den Nano, ihr würdet normalerweise Nano eingeben hier, ich benutze den Vim, das soll euch nicht stören. Und ich mache mal ein neues Programm, das heißt ASCII Lua. Und dann wollen wir mal gucken, was wir da machen können. So, um sowas auszugeben, einfach mal eine Schleife von I gleich 65 bis 90 hatten wir gesagt. Do end. Oder dazwischen geben wir einfach mal aus. Ich hatte gesagt, dass statt print können wir auch direkt IO-write schreiben. Der einzige Unterschied ist genau dasselbe. Nur der einzige Unterschied, bei print gibt es immer eine neue Zeile und ich will alle Zeichen in eine Zeile packen. Deswegen wie benutze ich IO-write. So, und hier kann ich jetzt schreiben, also wenn jetzt dieses i ist und praktisch unsere Zählervariable, die zählt durch von 65 bis 90 und das will ich in den Character konvertieren. Dafür sage ich String Character von i. Und woher weiß ich das? Ich habe mir das nachgeguckt in den Libraries, aber erstmal wollen wir es ausprobieren, wie das aussieht. Lua, ASCII und da gucken wir mal, wie ihr seht, funktioniert. Das heißt, er gibt tatsächlich hier unten das gesamte Alphabet aus, so wie wir es haben. Er gibt jetzt am Schluss keine neue Zeile aus und das wollen wir nochmal kurz einfügen. Und dann haben wir eigentlich unsere ASCII-Ausgabe schon mal fertig. Das ist der erste Schritt, um unseren Cäsar zu implementieren. Und wenn ich irgendwie mit IO-write eine neue Zeile haben will, dann gibt es praktisch dieses Backslash N und das ist New Line. Das ist das Zeichen für New Line. Das heißt, das Ding würde jetzt eine neue Zeile ausgeben. Ich probiere es jetzt nochmal aus, starte das Programm. Wie ihr seht, jetzt gibt es eine neue Zeile. Kätzchen, du sitzt mitten im Weg. Ich kann kaum was sehen. Hättest du das nicht eben machen können? Na gut. Also, so, das ist das Erste. Das heißt, wir wissen jetzt, wie wir eine Zahl in ASCII verwandeln. Wie geht das andersrum? Das machen wir jetzt auch. Das heißt, ich mache jetzt mal ein neues Programm. Das nenne ich jetzt auch schon mal Cäsar. Cäsar.lua. Und da wollen wir mal sehen, was wir da machen können. Das Erste, was wir machen, ist, ich habe einen Text. Und diesen Text, dann nenne ich einfach mal A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Das heißt, das ganze Alphabet. Und jetzt wollen wir das ganze Alphabet durchlaufen lassen. For C, ich nenne unsere meine Variable jetzt mal C. In, und jetzt kommt das Interessante. Ich gucke gleich mal, guck mal nach, wie ich irgendwo, wo ich diese Weisheit her habe. Natürlich habe ich diese Weisheit mir nicht aus den Fingern gesaugt, sondern ich habe auch nur nachgeguckt. So, diese Zeichen können wir ausgeben. IO-write, C, und dann müsste er jetzt diesen ganzen Kram ausgeben. Am Schluss hatten wir festgestellt, IO-write, write, new line. Damit wir eine schöne sauberes Ende haben. Das probieren wir mal kurz aus. Lua Cäsar. Ist genau das, was wir haben wollen. So, wo gucke ich das nach? Also ich gehe irgendwie ganz normal in Google oder sowas, sage Lua 5.2 Reference, kommt man sofort hin, baut sich dann die Webseite auf und hier können wir sehen,
Bei dem Reference Manual steht das da. Hier haben wir die Contents, das heißt, da haben wir den Inhalt. Da können wir ein bisschen runterrollen. Und hier unten sehen wir String Manipulation. Na, das heißt, das ist die String Library und da sind die ganzen String Befehle drin. Da, genau. Ja, seht ihr String Byte, das heißt, da können wir ein Zeichen zu einem Byte wandeln. String Char, das haben wir eben gehabt, das heißt, eine Zahl wieder in den Char zurück verwandeln. Mit String Byte, das steht hier, können wir irgendwie sozusagen den ASCII, also den aus dem Character den ASCII-Wert holen, die Zahl holen und hier können wir aus der Zahl wieder den Character machen. Das sind die beiden gegenüberliegenden Dinge. So, dann hatten wir das GMatch gefunden, das ist dieses, ist auch in der String Library. Und wir können das immer so schreiben, wie das hier ist. Und jetzt gibt es irgendwo die Pattern-Match-Routine. Und das müssen wir suchen. Pattern, ob wir das finden. String, Pattern, Pattern, Pattern. Ich suche einfach mal nach Pattern. Irgendwo ist das. Ich glaube, wie heißt das? Im sechsten Kapitel. In Kapitel 6 ist das drin. Wo ist es denn hier? Patterns, da ist es. Seht ihr, 4, 6, 4, 1, da findet ihr sofort die Patterns. Und mit etwas Glück springt er jetzt dahin. Genau. Da steht nämlich hier, Dot represents all characters. Das heißt, das geht einfach von Character zu Character zu Character weiter. Hier können wir irgendwie nach Letters, also nach nur Buchstaben, nach nur Zahlen, wo ist das hier? D für Ziffern können wir machen, Control Characters, alles Mögliche können wir abfragen. Irgendwie führt weiter, ich will gar nicht so tief einsteigen dort. Wir bleiben erstmal bei unserem Caesar. Also, was wir gemacht haben, war, wir sind einmal durch unsere Zeichen durchgegangen, haben irgendwie die Zeichen ausgedruckt und jetzt machen wir mal Folgendes. Wir sagen, wir drucken ist gleich und wir wollen hier die String Byte von Character. Also ich will den Byte-Wert davon haben. Das können wir wohl so schreiben, oder wenn wir ein bisschen faul sind, schreiben wir das so. Das geht nämlich auch. C Doppelpunkt Byte. Dann kriegen wir nämlich auch den Wert. Hier hinter mal irgendwie ein Komma Space. So. Und dann drücken wir das mal, dann lassen wir es mal laufen und gucken mal, was da passiert. So, das heißt, hier kriegen wir jetzt schön angezeigt, welche ASCII-Werte das hat. Wir gucken uns das nochmal kurz an, was das Ding macht. Das heißt, wir können jetzt Characters in Zahlen wandeln und umgekehrt. Ja? Das heißt, wir können durchscrollen, wir können durchsuchen durch so ein String. Immer Character für Character für Character. Wir können wandeln von Character zu Byte und umgekehrt mit String Char können wir umgekehrt wandeln. So. Das erste, was wir gemacht haben, wenn wir jetzt wenn wir wir verschieben ja im Prinzip unseren Text bei Caesar um 13 Buchstaben. 13, ja, um 13 Buchstaben. Das heißt, wir können sagen, wenn wir hier den Byte-Wert von C haben, dann haben wir den ASCII-Wert, richtig? Dann setzen wir 13 drauf. Und wenn wir das gemacht haben, da sagen wir, wir verwandeln das Ding wieder in ein Character. Okay, so weiter sind, so könnt ihr mir folgen, ja? So, das heißt, jetzt kriegen wir den immer 13 weiter. Jetzt seht ihr folgendes sehen, dass unser A bis Z wunderbar funktioniert, bis wir bei N ankommen. Und da funktioniert es nämlich plötzlich nicht mehr, weil wir A bis zu N und so weiter und dann laufen wir, wie ihr seht, in den Rest des ASCIIs über. Das heißt, das ist nicht das, was wir haben wollen. Wir wollen gar nicht hier hinten reinlaufen in diese Zeichen, sondern wir wollen wieder vorne anfangen. Wie fangen wir vorne an? Ja, wir fragen ab, ob diese Werte größer oder kleiner sind. Und dann können wir das machen. So, das machen wir jetzt einfach mal, indem wir sagen, okay, wenn A kleiner gleich C ist, and C kleiner gleich M, dann machen wir das hier. Und ansonsten, else if, wenn N ist kleiner gleich C, and Z ist kleiner gleich, and C ist kleiner gleich
z, das heißt, wenn es zwischen n und z ist, then, ups, then I write string char c byte, ich kopiere es einfach, minus 13. Dann gucken wir mal, ob das funktioniert. Das kopieren wir einfach runter, end, das war's. Achso, es gibt natürlich noch andere Zeichen, die da nicht dazwischen sind und die wollen wir einfach ausgeben. Also else I write c. Das heißt, dann geben wir es einfach unverändert wieder aus. Ja, das heißt, irgendwie das. So, und das müsste jetzt eigentlich schon unser Cäsar sein, im einfachsten Sinne. Das gucken wir mal kurz nach. Ja, wir haben irgendwie eine saubere Verschiebung und wenn wir jetzt dort einen Text eingeben, dann wird der Cäsar verschlüsselt. Und mal gucken. Gehen wir oben rein. Okay. Ich nehme den Text mal hier weg. Damit man minus minus davor schreibt, dann wird das zum Kommentar und wird nicht ausgeführt. Ihr wisst hier, es wird irgendwie immer von oben nach unten ausgeführt, das Programm. Jetzt nehmen wir mal einen anderen Text und sagen, der Angriff ist im Morgengrauen. Das ist das Beispiel, das wir hatten. Und das lasse ich jetzt mal laufen. Jetzt gucken wir mal, ob das funktioniert. Wunderbar. Wir nehmen uns mal diesen Text hier raus und kopieren uns mal. Und dann gehen wir da wieder rein und fügen das einfach mal ein. Und dann gucken wir mal, ob unser verschlüsselter Text hier auch wieder ausgegeben wird. Wir sagen Text gleich einfügen. Und den hier oben nehmen wir raus. Ja, das ist unser verschlüsselter Text. Jetzt müsste der Angriff bis morgen grauen wieder rauskommen. Gucken wir mal. Jo, er kann schlüsseln und entschlüsseln im Cäsar-Verfahren. So, das ist ja alles schön gut. Aber wenn wir nicht 13 verschieben wollen, sondern irgendwie anders, dann funktioniert das nicht mehr. Das können wir irgendwie auch gerne ausprobieren. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, also praktisch, ich würde gerne diese Werte hier hinten irgendwie eingeben und wenn ich da jetzt mehr oder weniger mache, dann muss ich hier was ändern und so weiter. Deswegen haben wir eine andere Möglichkeit dafür. Ich gehe da mal raus und ich lasse das jetzt mal stehen. Ihr könnt euch das ja überall rauskopieren. Das ist ja in home py und wie ihr hier seht, source lua Cäsar. Da ist der ganze Kram drin und den könnt ihr euch rauskopieren mit copy Stern und dann Punkt in eure eigene Directory. Na? So, aber wir kopieren jetzt uns Cäsar mal kurz in Cäsar und ich nenne das Cäsar Mod, weil ich irgendwie euch die Modulo-Funktion zeigen will. Die Modulo-Funktion ist der Divisionsrest. Ich mache einfach mal Lua selbst auf und zeige euch einfach mal, was das macht. Also, wenn wir, sagen wir mal, wir teilen 8 durch 7. Das gibt 1, irgendwas. Ne? Okay, 1. Was ist der Divisionsrest? 1, das heißt einer Rest. Seht ihr? Der Rest von der Division ist 1. Und das heißt, wenn wir sagen wir mal irgendwie einen Wert von 3 haben, dann kann der Wert nie größer werden als 2. So, und das wollen wir jetzt mal kurz ausprobieren. For i gleich 0,8. Du print i durch 3, also i modulo 3, end. Jetzt wollen wir mal gucken. Wir haben immer nur 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2. 3 wird natürlich nie erreicht, weil dann wäre es ja eine Division, die weiter funktioniert hat. Soweit klar. Das heißt, wenn wir modulo durch etwas teilen, werden wir immer den Wert bekommen, der ein niedriger ist. Sagen wir mal, wir haben unsere Buchstaben, buchstabieren wir durch von 0 bis 25. Dann könnten wir alle Überläufe oder Unterläufe könnten wir mit Modulo rausnehmen, weil auch der Unterlauf wird, also von minus 1, Modulo 3, sage ich mal, ist, Modulo 3. Modulo 3 ist 2. Da ist der Modulo, der läuft dann praktisch auch ins Negative. Das heißt, der Rest von 1 durch 3 ist 2. Immer positiv. So, ich mache das jetzt einfach mal. Vim Cäsar, ich weiß, das ist schnell, aber ihr könnt mich ja langsam schalten oder irgendwie das wiederholen. Das ist das Schöne an Videos. So, gucken wir mal. Da ist er.
So, statt diesem ganzen Kram hier können wir jetzt Folgendes machen. Wir können sagen, wenn der Kram in unserem Zeichen, in unserem Alphabet ist, diesen Teil brauchen wir nicht mehr. Und jetzt machen wir vorher etwas. Wir sorgen dafür, dass wir irgendwie, also ich sage jetzt mal Z für unseren Zero String sozusagen, unser Character Byte. Wir haben unseren Byte-Wert und dann nehmen wir und ziehen 65 ab. Das hier ist 65, das ist sozusagen der ASCII-Wert von A. Also das ist dasselbe wie, als wenn ich schreiben würde minus 65. Aber 65 ist nur eine magische Zahl, deswegen mache ich das anders. Ich schreibe Arbeit. Das ist dasselbe. Ja, aber da kann man sehen, also ich ziehe A ab. Das heißt, wenn das eine A ist, ist es eine 0 und so weiter und so fort. Das heißt, ich bekomme von 0 bis 25 die Zeichen. Damit wir auch hier definitiv Großbuchstaben haben, egal ob wir Kleinbuchstaben haben, schieben wir noch was anderes ein, Upper. Das ist auch eine String-Sache aus der String Library. Ich klicke das nochmal kurz an. String Library, Upper müsste hier irgendwo sein. Das ist das Dings hier, String, Upper. Da ist er. Macht irgendwie einen Upper String, also praktisch von String zu Großbuchstaben. Und natürlich gibt es auch Lower, das macht das String zu Lower. Bleiben aber bei Upper. Das heißt, wir haben hier irgendwie, selbst wenn wir hier V klein schreiben, wird das dann groß. Okay? Gut. Jetzt sind wir hier drin. Wir haben hier Z. So, wenn wir das jetzt ausgeben würden, wird es einfach nur, wird ja nichts passieren, außer dass wir von 0 bis 6, 25 Buchstaben hätten. Deswegen müssen wir hier wieder sagen, plus a, um das wiederherzustellen. Und jetzt kommt der Trick. Hier sagen wir jetzt plus unsere 13. Modulo 26. Das heißt, jetzt sorgen wir dafür, dass der Kram rumläuft. Jetzt können wir auch andere Werte als 13 nehmen. Da können wir jetzt sagen, wenn zum Beispiel unser Key ist 13, sagen wir jetzt. Aber wir können auch Key gleich 14 nehmen. Und sagen hier plus Key. Okay? So, und was machen wir hier? Weil es besser ist, schreiben wir hier über Local davor. Und ja, und ansonsten drucken wir das einfach aus. Der Rest bleibt genauso. Wie ihr seht, ist ein If-Then sozusagen weggefallen. Insgesamt ist es einfach. Jetzt wollen wir mal gucken, ob es funktioniert. Wenn wir den Kram jetzt dekodieren, mit 13 muss es ja erstmal genau richtig rauskommen. Wollen wir erstmal gucken, ob es funktioniert. Lua Cäsar Mod. Der Angriff ist Morgengramm. Funktioniert. So, und dann wollen wir mal gucken, wenn wir uns das nochmal angucken. Und wir nehmen den Key 1. Und wir nehmen uns mal unseren Originaltext hier oben. Den hier. Das eigentliche Ding sind. Dann müsste jetzt dabei rauskommen, B bis Z, dann A. Das müsste das Ergebnis sein. Mal gucken, ob es funktioniert. Funktioniert. So, und wenn ich das umkehren will, muss ich jetzt natürlich minus 1 schreiben. Das heißt, wenn ich diesen String wieder zurückwandern wollte, ich gehe nochmal rein und sage, ich nehme einen String hier rein und zack, zack, packe ihn hier rein. So, und ich will ihn wieder zurückwandern, dann sage ich Key ist minus 1. Das funktioniert auch. Das heißt, da wird das jetzt wieder zu A, B, C, D und so weiter. Mal gucken. Oh, funktioniert. So, und wie machen wir das, dass wir es ausführen können, das ganze Ding? Naja, das ist hier auf Linux ein bisschen. Wir können das natürlich abfragen. Wir können natürlich fragen nach dem Key oder sowas. Oder wir können in diesem Fall sagen, wir möchten ein Argument haben.
Und das heißt, hier holen wir ein Argument, das ist arg1 und ToNumber. So, und was das bedeutet, ist, wir können unseren Text jetzt nehmen und den können wir holen aus unserem dann können wir irgendwie, das ist das zweite Argument. Und wie das funktioniert, das zeigen wir. Das zeige ich gleich mal. Arg von 2. Okay. So, müssen wir mal gucken, ob das jetzt funktioniert, was wir jetzt machen. Das wird mich jetzt interessant. So. Also, wir haben Lua Cäsar Mod. Wir haben das erste Argument, unseren Key. 13. Das zweite Argument, der Angriff ist im Morgengrauen. Und? Shit. Hat nicht funktioniert. Warum? Key ist der Name von Arg1. Text ist Arg2. Das ist natürlich richtig. Ja, das ist natürlich irgendwie unschön. Das machen wir jetzt zweimal, das ist doof. Deswegen sage ich jetzt. Ist gleich C, aber so. Avatar, nenne ich das Ding einfach mal. Genau, Avatar, Avatar. Und das können wir so nehmen. Und das können wir hier reinpacken. Dann können wir hier den Kram auch nehmen aus. Ups. Ando. Da reinpacken. So, und diesen Kram hier können wir wechseln zu Avatar. So geht das. Das heißt, wir holen uns erst den Avatar, das vergleichen wir und dann berechnen wir es. Ansonsten geben wir das Originalzeichen wieder aus. Okay. Und mal gucken, jetzt muss es funktionieren. Also, der Angriff ist im Morgengrauen. Bam! Da ist er. Und wenn wir jetzt sagen, wenn wir jetzt den umgekehrten nehmen, von dem hier. Der Angriff ist im Morgengrauen. Funktioniert. So, und wenn ich jetzt sage, der Angriff ist im Morgengrauen und ich nehme jetzt mal den Key 7, kommt was anderes bei raus. Und wenn ich jetzt den wieder umdrehen will, dann schreibe ich minus 7. Bam, funktioniert. So, guckt euch das nochmal an. Cäsar Mod und spielt damit selbst rum. Und versuchst zu begreifen, was ich da gemacht habe. Das ist nämlich ganz cool. Da kann man noch ganz andere Sachen mitmachen. Was wäre zum Beispiel, wenn wir jedes Mal, wenn wir ein neues Zeichen bekommen, unseren Key um einen vergrößern? Was passiert dann? Dann wird das schon sehr viel schwerer, das rauszukriegen, was da eigentlich passiert ist. Momentan können wir ja sagen, wenn wir wir haben ja eine bestimmte Buchstabenhäufigkeit und wir können ja einen Text, der irgendwie so verschlüsselt ist, relativ schnell irgendwie rauskriegen. Wenn wir aber jedes Mal diesen Key. Jedes Mal, bei jedem Schleifendurchgang, den wir hier machen, um einen vergrößern, dann haben wir bereits einen modifizierten Key. Probiert das mal aus, ob ihr das hinkriegt. Und wenn ihr das macht, dann sind wir nämlich auch schon ziemlich nah dran an sowas wie Visionier. Das ist eine andere Verschlüsselung. Aber da kommen wir ein anderes Mal zu. Erstmal haben wir jetzt diese Dinger. Und ihr könnt das irgendwie gerne ausprobieren. Ladet euch das hier runter. Ihr könnt übrigens auch Dateien von einem Server auf euren Computer zu Hause laden. Da braucht ihr das Programm WinSCP für. Und ich glaube, in den Beispielvideos auf dem Rednest Server habe ich irgendwie eine Anleitung als Video gemacht, wie man WinSCP einrichtet, so dass man auf diesen Rednest Server kommt. Und das solltet ihr euch angucken, dann könnt ihr das machen. Ansonsten aber direkt auf dem Server. Hier sind die Files, ich lasse die Files hier drin.
Und die könnt ihr euch dann reinziehen. Und ich denke, das reicht erstmal für die Leute, die nicht da waren. Beim Unterricht, denke ich, ist das alles, was wir gemacht haben. Zusammengefasst in 25 Minuten haben wir jetzt. So, wir sehen uns. Wenn ich das richtig sehe, nächste Stunde ist Weihnachten. Und dann müssen wir mal gucken. Vielleicht findet das nämlich doch statt. Mal gucken.